Herzlich willkommen zu einem neuen Makeover. Heute geht es um ein ganz süßes Kinderzimmer. Hier sind wir im aktuellen Zimmer von der kleinen Tamia. Sie ist jetzt 3 geworden und dieses Zimmer ist aber noch so ganz liebevoll für ein Baby gemacht. Leider gibt es hier kaum Stauraum für die Spielsachen. Man sieht hier das Babybett. Sie wird nun auch wieder größer, also man muss wirklich ein bisschen hier erwachsener werden. Diese Schlafcouch hingegen hindert das Zimmer so ein bisschen daran, dass es wirklich ein Kinderzimmer-Feeling aufbringen lässt. Und hier der Kleiderschrank ist schon ein bisschen kaputt, ist auch viel zu klein mittlerweile und die Wickelkommode wird natürlich auch nicht mehr gebraucht. Hier werden nicht nur neue Möbel benötigt, sondern eigentlich insgesamt ein ganz toller neuer Look. Matrix. Ich will ein neues Zimmer haben. Aber erstmal die Farbe schön. Ja. Levin streicht jetzt erstmal die Wände bunt, aber was hier aussieht wie eine einfache Farbe, ist in Wirklichkeit eine sogenannte ESP-Beschichtung, die Wärme und Licht im Raum reflektiert. Sie arbeitet mit einer Doppelhybridmembran, welche die Feuchtigkeit reguliert und die Wände warm und trocken hält. Natürlich sind alle Farben möglich und den Effekt erzielt die Beschichtung besonders nach zweimaligen Auftragen, dann kann man sogar bis zu 40% der Heizkosten sparen. Zusammenfassend kann man über die MEG ESP sagen, dass es ein wirklich innovatives Produkt ist, was in jedem Raum ein angenehmes Komfortklima erzeugt, die Luftqualität und die Raumhygiene signifikant verbessert. Außerdem hat sie noch ein kleines Plus, denn sie ist eco-zertifiziert und zugelassen und somit auch für Allergiker bestens geeignet. Dodge this. Manchmal haben Möbel nicht die passende Farbe. Da kann man natürlich sich seine Lieblingsfarbe im Baumarkt zum Beispiel oder auch im Farbhandel beimischen lassen. Und dann lohnt sich das auch wirklich mal, sein Möbelstück neu zu lackieren. Manche Möbel sind natürlich sehr, sehr schlicht und einfach. Das muss aber nicht heißen, dass es hinterher auch im Zimmer langweilig sein muss. Bei uns helfen ja auch alle mit. Das ist ganz wunderbar. Hier sehen wir Samira und Julia, die gelben Dächer streichen, die werden hinterher auf den Kleiderschrank kommen und unseren Kleiderschrank nochmal ganz, ganz besonders aufwerten. Gerade wenn ich Kinderzimmer gestalte, möchte ich gar nicht, dass die Kinderzimmer zu kindlich verspielt sind, sondern lieber cool und stylisch, aber trotzdem die Fantasie der Kinder anregen. Auch ganz besonders bei Lampen zum Beispiel. Ich finde nicht, dass da irgendwelche Kindermotive drauf sein müssen, sondern es gibt so schöne, coole, stylische, aber sehr schlichte Lampen, die im Raum verschiedene Lichtpunkte setzen und somit eine schöne Atmosphäre schaffen können, aber eben auch die Fantasie der Kinder beflügeln können, wie wir hier mit der Federnlampe zum Beispiel, denn Tamir sagt zu dieser Lampe Huhnlampe. Tamir hat ja schon gesagt, dass sie ihre eigenen Schranktüren, die ja einfach nur schlicht weiß sind, etwas langweilig findet. Ja, sofort. Ich kriege hier schon Befehle. Und deswegen verschönern wir das und zwar ganz einfach mit einer sehr coolen Tapete. Das bringt gleich ein bisschen Farbe und natürlich sind die Wandfarben, die im Zimmer sind, auf die Tapete bereits abgestimmt, ganz klar. Und ihr werdet gleich sehen, wie toll das eigentlich aussieht. Und du hilfst mir, Motti, ja? Du hilfst mir mit, okay? Ja. Mit Textilien kann man natürlich auch noch zusätzliche Highlights schaffen, auch besonders wenn das coole Oberflächen hat, denn das regt immer die Kinder dazu an, es anzufassen. Man hat viele verschiedene Optiken und auch Haptiken im Raum. Außerdem machen Textilien den Raum viel gemütlicher und wärmer. Ich habe hier noch ein bisschen Reststoff von den rosa Gardinen und wo das Fenster ist, da ist die Fensterbank und die hat natürlich ihre Ecken.
für ein kleines Kind gefährlich. Wir müssen diese Gefahrenzonen beheben. Wie machen wir das? Natürlich könnten wir diese praktischen Kinderschutzecken kleben. Finde ich aber leider nicht so schön. Ich habe jetzt eine andere Idee. Ich nehme einfach meinen Reststoff, passend zu der Gardine, und nehme ein altes Handtuch und nähe das so um, dass man es hinterher um die Fensterbankkante legen kann und somit einen ganz gemütlichen Schutz hat. Ja, sehr gut. Das Farbkonzept in Tamias Raum besticht durch tatsächlich vier verschiedene Farben. Wir haben Gelb, wir haben einen schönen nudigen Roséton, wir haben ein helles, zartes, pastelliges Türkis und als neutralen Punkt ein strahlendes Weiß. Somit kann man auf jeden Fall sicher gehen, dass der Raum nicht zu bunt wird, aber eben auch nicht zu fad und auch nicht zu langweilig. So, ich klebe jetzt natürlich so ein bisschen außerhalb des Striches, weil ich möchte ja nicht, dass man hinterher diesen Bleistiftstrich sieht. Deswegen wird es gleich mitgestrichen. Tada! Das sieht cool aus. Hier sieht man auch mal den Farbton. Den habe ich nämlich jetzt zweimal zumischen lassen oder beimischen lassen. Einmal als Farbe und einmal in denselben Ton auch als Lack. Somit wird das Ganze gleich wirklich wie in einem Stück aussehen. Das ist zumindest das Ziel und schauen wir mal. Do you know what I'm talking about? Matrix. Bei Tapeten denkt man gleich immer, Wände zu tapezieren, aber warum nicht einfach mal Möbel tapezieren? Damit kann man den Möbeln auf jeden Fall ein viel spannenderes Äußeres geben. So, ich habe jetzt hier mal so eine Platte zuschneiden lassen und zwar ist das dasselbe Material wie auch die Betttischkonstruktion hier und ich habe jetzt eine Idee. Ich lege diese Platte zunächst einmal unten auf den Boden, dann habe ich diese gekauften Kuben. Und mit denen und der Platte möchte ich gerne eine Bank bzw. einen kleinen Arbeitstisch für ganz, ganz kleine machen. Hier hinten ist es genau an der Wand, ganz gerade. Das heißt, es kann nichts nach hinten fallen. Und hier vorne ist es ganz sauber und bündig abgeschlossen. Ich habe hier so kleine Boxen besorgt. Und das Schöne ist, es hat so eine Vorrichtung hinten mit dem passenden Gegenstück. Das kann man gleich an die Wand montieren und dann die Box einfach da drauf klemmen und das ist ganz praktisch für Stifte oder auch Hefte oder Papier, denn das ist ja zunächst einmal Tamias Arbeits- oder Maltisch, weil sie ja noch klein ist und für später haben wir schon auch den größeren, höheren Schreibtisch, aber solange es nicht der Fall ist, soll sie ja auch an alles drankommen, deswegen übernehme ich einfach die Linie von diesem Wandboard und ziehe das quasi weiter und mache diese Boxen ebenfalls an derselben Linie fest. So kommt sie dran, zum einen, und designtechnisch hat das Ganze so ein bisschen mehr Ruhe und Gediegenheit. Bilder kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen hängen. Ganz klassisch ist natürlich der Bilderrahmen. Aber gerade im Kinderzimmer kann man das auch so ein bisschen unkonventioneller machen. Deswegen habe ich so ganz einfache Hosenbügel gekauft und die in einer Farbe gesprüht. Am besten zwei Lagen sprühen, dann ist die Farbe immer so ein bisschen kräftiger. Und dann werden einfach Bilder hier an diese Klammern dran gemacht. Und dann kann man das Bild mit dem Bügel zusammen, hier zeige ich das mal so, mit dem Bügel zusammen an zum Beispiel solch einen Knopf an die Wand montieren und aufhängen und schon hat man eine kleine wechselbare Galerie. Das ist unsere Stauraumwand, aber die ist noch nicht ganz fertig, denn ein kleines i-Tüpfelchen fehlt noch und das sind die gelben Dächer. Die habe ich hier schon vorbereitet. Da habe ich einfach so Dreiecke zuschneiden lassen. Die Mädels haben es auch schon schön lackiert. Und die kommen jetzt hier so, fangen wir mal den hier an, oben drauf. So.
nicht auf meinen Kopf fallen. Die werde ich natürlich noch montieren. Ja, ganz wichtig. Ich habe das jetzt so gelöst, dass man hier hinten einfach mit so kleinen Winkeln arbeitet. Das ist auch wirklich sehr, sehr leicht. Daher geht das auch mit diesen kleinen Winkeln. Ansonsten hätte ich gesagt, ein bisschen größere Winkel nehmen. So, wir haben es geschafft. Das Zimmer ist endlich fertig. Und bevor die jetzt hier reinkommen dürfen, würde ich mit euch einfach noch mal ganz kurz das Raumkonzept durchgehen. Und zwar, wenn man hier in den Raum reinkommt, rechte Hand, linke Hand, und zwar hinter der Tür, befinden sich die Schränke und die Kommode. Tamia hat jetzt wirklich reichlich Stauraum und reichlich Platz für ihre Sachen. Das ist ganz gut, weil auf der linken Seite ist es geordnet und nochmal so ein Trakt für sich. Trotzdem gibt es genug Platz im Raum. Und wenn man sich das Farbkonzept anschaut, hier die dominierende Farbe ist dieses wirklich leuchtende Gelb, das richtig Energie reinbringt, wird aber hier auf dieser Wand von einem Türkis abgelöst und alle Elemente sind auch in unterschiedlichen helleren und dunkleren Grün-Türkistönen. Dadurch wirkt das Zimmer zwar sehr bunt, aber in sich pro Wand trotzdem nochmal geschlossen. Das Türkis wird abgelöst durch den Puder-Rosa-Ton und auch hier sieht man ganz gut rosa, rosa, rosa. Also die Wände haben das Konzept, noch mal ein bisschen monochromer in sich zu bleiben. Und daher kann man auch ruhig mit mehreren Farben arbeiten. Es soll ja trotzdem kindgerecht sein und die Fantasie der Kinder auch anregen, ohne zu klischeehaft und typisch Kinderzimmer zu sein. Ich wollte hier mal so ein cooles Design-Kinderzimmer machen und es gibt trotzdem, weil Design muss ja nicht immer nur schön aussehen, es soll ja auf jeden Fall auch praktisch sein. Hier hat man zum Beispiel wirklich so eine ganz gemütliche Polsterwand an der Stelle, wo das Bett ist, als Rückenpolster gedacht und hier, wo der Schreibtisch ist, als kleine Pinnwand gedacht. Dann einen sauberen Abschluss durch so eine Bilderleiste, dann kann man nämlich nicht nach hinten schauen, kann aber auch ganz sicher Sachen verstauen, denn durch diese Kante hier vorne fällt auch nichts nach vorn. Außerdem haben wir die Beleuchtung in das Konstrukt, in dieses Dachkonstrukt integriert. Somit hat man den kompletten Platz zum Arbeiten frei und keine störende Lampe. Außerdem hat das einen ganz süßen Effekt mit unseren kleinen Wimpeln, die wir auch noch selber gebastelt haben. Und ein weiteres Highlight ist natürlich die, ich zitiere Tamia, Huhnlampe. Ja, also ein ganz schlichtes Weiß, so wie die Decke hier in dem Fall. Trotzdem etwas Inspirierendes auch eben in der dritten Dimension. Das ist mein Raumkonzept. Ich hoffe, es gefällt euch und vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass es auch Tamia gefällt. Sie ist ja zwischendurch reingekommen, aber das letzte Stück hat sie nicht gesehen. Und jetzt lasse ich sie rein. Und aufmachen! Oh! Oh! Was ist denn das für ein Zimmer, Tamia? Oh, guck mal! Boah, ist das toll geworden! Ist das toll geworden? Ich habe mitgeholfen. Hast du deinen Malplatz schon gesehen? Ja. Findest du das gut? Mhm. Komm, setz dich mal hin. Ich will mal sehen, ob das passt. Toll. Guck mal, wenn du dich jetzt hier hinsetzt. Passen die Beine drunter? Wow. Oh, super. Und guck mal, hier sind so verschiedene Malbücher. Und hier sind so verschiedene Stifte. Oh. Oh, da kannst du hier so schön malen. Jetzt ist es halt was Einmaliges, ja. Es ist so toll, toll geworden, bunt, kreativ und mit so vielen Ablagemöglichkeiten. Also ich glaube, das wird sie und auch ich sehr schätzen.